Servus Tabletop Community. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle gut ins Jahr 2022 gekommen seid. Ich weiß, ich habe jetzt schon seit ein paar Wochen kein Video mehr hochgeladen. Da sind ein paar unglückliche Umstände zusammengekommen. Dadurch leider kein Video im Dezember. Aber jetzt 2022 geht es weiter und ich möchte gleich das erste Video im Jahr jetzt nutzen, um so wie es eh bekannt ist von vielen anderen Kanälen auch, einfach ein bisschen darüber zu sprechen, was so für 2022 hier ansteht. Verbunden damit möchte ich mich aber auch erstmal bei euch allen bedanken, denn diese ganzen Umstände im Dezember haben dann dazu geführt, dass ich selbst gar nicht so den Kanal im Auge hatte. Und zum Jahreswechsel am 1. Jänner habe ich dann gesehen, dass die 180 Abonnenten erreicht worden sind. Obwohl ich den ganzen Dezember kein Video eben hochgeladen hatte, sind doch neue Leute dazugekommen. Das freut mich natürlich sehr. Danke daher diesbezüglich von meiner Seite nochmal. Und wir sind ja auch ein paar Leute mehr geworden inzwischen. Freut mich extrem, dass hier immer wieder neue Leute dazukommen. Jetzt aber in Richtung 2022. Was ist geplant, beziehungsweise was wird kommen oder könnte kommen in Bezug auch aufs letzte Jahr? Ich muss ja sagen, ich habe 2021 nicht wirklich viel fürs Hobby gemacht. Hier mal was, da mal was. Habt ihr ja auch mitbekommen in Bezug auf diverse Projekte, die vielleicht angekündigt worden sind oder gestartet sind. Wie ich habe ja irgendwann mal ein Projektvideo hochgeladen zu Infinity, 300 Punkte JSA und das Ganze ja auch als Part 1 betitelt gehabt und da ist aber dann nichts mehr gekommen. Und ich habe in diesem Zusammenhang gemerkt, eigentlich wirklich ein Projekt fertig bekommen, in der Hinsicht habe ich nicht. Ich habe so Kleinigkeiten gemacht, ich habe auch mal was zu Mortal Gods im letzten Jahr zum Beispiel gezeigt mit Unboxing und auch ein bisschen das Spielsystem erklärt und da habe ich eine kleine Streitmacht der Spartaner fertig bekommen. Da habe ich aber eigentlich noch nie auf dem Kanal gezeigt. Also das wird sicher mal was sein, was in der nächsten Zeit kommen wird. Aber ansonsten ist recht wenig passiert. Wie gesagt, das ein oder andere Projekt angefangen, beziehungsweise schon auch immer weitergemacht, aber halt vergleichsweise wenig. In diesem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass das Ganze in den letzten Jahren eigentlich recht wenig gewesen ist in Bezug, was Projekte betrifft. Ich habe zwar immer wieder weitergearbeitet, so wie meine Blood Angels zum Beispiel für 40k oder auch jetzt mittlerweile Age of Sigmar Nighthounds. Da bin ich schon dabei, seit es die Armee gibt, mit Erscheinen der zweiten Edition oder eben Blood Angels seit eigentlich 20 Jahren. Aber auch hier ist die Situation da. Es gibt eine Menge bemalter Figuren, eine große Sammlung, aber nichts, was jetzt irgendwie bei den Blood Angels fertig ist und sagen kann, das wäre für die aktuelle Edition eine fertige Armee. Es ist zwar alles zusammengebaut und ich könnte rein theoretisch spielen, aber sobald es in Richtung der neueren Einheiten geht, wie eben den Primaris-Modellen, die sind zwar gebaut, ja okay, aber nichts davon ist eigentlich bemalt, bis auf eine Testfigur. Und da in die Richtung soll sich das Ganze jetzt ein bisschen entwickeln, eben im heurigen Jahr, dass ich sage, ich werde mir so einzelne Projekte immer raussuchen. Wie das Ganze passieren wird, wird sich dann zeigen, ob ich da wirklich, wie ich das in der Vergangenheit gestartet habe, mit dem einen oder anderen Spielsystem, der einen oder anderen Fraktion, dass ich hier dann so Schritt für Schritt einen Armeeaufbau vielleicht machen werde oder ob ich das Ganze kombiniere mit irgendwelchen Dingen, wie kann man jetzt diese Armee vielleicht anfangen und auf Basis dessen dann Videos hochlade, eine immer aufbauend aufeinander. Mit dann schließlich auch, okay, jetzt da haben wir hier eine 500-Punkte-Liste zum Beispiel für 40k geschrieben, für zum Beispiel Blood Angels. Und dann werden diese Figuren dazu zusammengebaut bzw. bemalt. Und so geht es dann immer weiter. Also irgendetwas in die Richtung oder eben vielleicht auch, dass ich im Hintergrund an dem ein oder anderen Projekt arbeite, wie zum Beispiel aktuell wieder bei mir sehr interessant Freebooters Fate, dass ich mal endlich die Schatten fertig mache. Weil da habe ich doch die meisten Figuren mittlerweile mir auch geholt und im Zusammenhang dessen dann einfach diese mal fertig bekomme im Hintergrund und euch dann eine 500er Blauen-Mannschaft, die wirklich mal fertig zusammengebaut und bemalt ist, dann präsentiere, dazu vielleicht auch was sage oder auch zu Freebooters Fate vielleicht an dieser
Aufbaukampagne von Freebooter Managers teilnehme und dort dann Monat für Monat ein Video dazu bringen werde. Das könnt ihr auch ein bisschen mitentscheiden. Das ist auch so eine Sache, die mich persönlich interessieren würde, da ein bisschen mehr Rückmeldungen von euch zu bekommen. Was wollt ihr auf dem Kanal sehen oder in Bezug jetzt auf diese Aufbaukampagne vielleicht? Soll ich da mitmachen und dann Monat für Monat vorstellen, was ich da so gemacht habe für die Kampagne? Vielleicht schaffen wir es auch nicht, dass ich da nicht fertig werde, aber Freebooters Fate, es sind nicht so viele Figuren. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Und so steht 2022 eigentlich dann doch recht stark im Bereich, mal etwas fertig zu machen, vor allem eben Projekte im Bereich der Miniaturenbemalung bzw. der Armeeaufstellung und Bemalung, dass hier am Ende dann doch die ein oder andere Armee oder Mannschaft für die verschiedenen Spielsysteme auf dem Tisch steht. Das bedeutet aber auch, ich habe mich in der letzten Zeit natürlich ein bisschen sehr weit aufgespreadet mit allen möglichen verschiedenen Dingen, die ich mir immer wieder angeschaut habe. Kürzlich kam ja auch Malifaux dazu. Das werde ich oder möchte ich auch weiterhin aufrechterhalten. Aber bei anderen Spielsystemen habe ich gesehen, okay, Mortal Gods zum Beispiel, ich habe da ein paar Videos gemacht. Es wird da, wie vorhin gesagt, auch das Video zu Sparta kommen. Aber in welcher Häufigkeit ich hier dann noch Videos machen werde, hängt dann auch ein bisschen davon ab. Ja, die Videos von dem her, was hier dann so an Aufrufen passiert ist, für dass das so ein kleines oder unbekanntes teilweise Spielsystem ist, hat mich schon sehr gefreut und würde ich dementsprechend auch gerne weitermachen. Aber da werden wir erstmal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ein paar Sachen, an denen ich eben projekttechnisch durchaus jetzt Interesse hätte aus meiner Sicht, wären eben die Blood Angels für 40k oder die Nighthounds für Age of Sigmar, dass man da hier etwas mehr macht in nächster Zeit. Natürlich, das wird über die Zeit laufen, weil das sind dann doch recht umfangreiche Projekte, alles in allem, weil, wie gesagt, vor allem bei 40k in diesem Zusammenhang die Modelle zwar da sind, aber von den aktuellen Sachen so gut wie eigentlich nichts bemalt ist. Das wäre dann etwas, das sich eben so über das ganze Jahr erstrecken würde. Was ich mir auch zuerst noch überlegt gehabt hatte, das hat jetzt nichts mit dem aktuellen Wechsel ins neue Jahr zu tun, sondern das war schon so im Bereich Sommer, Herbst der Fall. Warhammer Underworlds hätte mich auch persönlich interessiert. Vor allem, ich habe da irgendwie gemerkt, da gibt es gar nicht so viele Sachen. Ich weiß nicht, schreibt es mir mal vielleicht auch in die Kommentare, ob euch dieses Thema interessieren würde. Aktuell hat mich einfach die Tatsache abgehalten, mir die neue Box zu kaufen, dass diese doch um ein ganzes Stück teurer geworden ist als die Vorgängerboxen. Daher habe ich es bisher ausgelassen und ich komme auch nicht so wirklich häufig dazu, das Ganze zu spielen. Aber ich hätte da durchaus Interesse, mich mit Warhammer Underworlds wieder zu befassen. Und vielleicht, wenn es euch interessiert, würde ich mir dann doch die aktuelle Box kaufen und dann starten wir dort einfach mal. Aber wie gesagt, liegt ein bisschen daran, ob euch so etwas überhaupt interessiert oder eher weniger. Und das bringt mich jetzt auch noch zu einem anderen Thema, worüber ich gerne euren Input hätte, und zwar das Thema Battle Reports. Ich habe letztes Jahr im Sommer ein paar Battle Reports begonnen, in erster Linie, um selbst mal zu sehen, wie das Ganze funktioniert, ob ich das Ganze hinbekomme mit meinen Möglichkeiten, ob das dann auch jemand sich ansieht oder ob das doch eher uninteressant ist auf die Art und Weise. Und ich weiß natürlich, ich habe mir hier mit Infinity und Freebooters Fate natürlich auch Spielsysteme rausgesucht, die hier nicht ganz so viel gespielt werden oder nicht so groß sind wie andere. Hatte aber auch den Grund ganz bewusst, weil ich habe von Anfang an diese Spielsysteme bei mir am Kanal gehabt und daran soll sich jetzt auch nicht so viel ändern. Auch dann nicht, wenn jetzt wieder Sachen zu Malifaux weiterkommen oder wenn Inhalte zu Warhammer 40k oder Age of Sigmar in Zukunft hier aufschlagen werden. Und daher habe ich damals auch diese Battle Reports gemacht. Jetzt, was aber dabei rumgekommen ist, aufgrund der natürlich aktuellen Situation, ist es natürlich jetzt etwas schwierig geworden, sich zu treffen.
und auch Battle Reports auszutragen oder generell Spiele zu machen. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass ich da ein bisschen habe. Wie gesagt, das waren einmal erste Versuche und mir fehlen hier ein bisschen die Leute, mit denen ich die Battle Reports aufnehmen könnte. Denn die ersten Battle Reports, also ich habe es auch mittlerweile gemerkt, denn so wie sie gemacht sind, schreiben auch immer wieder Leute in die Kommentare oder anderweitig zu mir, dass sie sich melden, dass ihnen die Battle Reports schon auch gefallen haben oder guter Battle Report und so weiter. Also es scheint schon zu passen, wie ich sie mache. Man kann sich natürlich da dann immer wieder weiter verbessern. Aber es sind auch durchaus schon mehrfach die Kommentare gekommen, ja, aber du spielst ja alleine. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch in den Kommentaren von mindestens 2 der 3 Battle Reports auch schon mal geschrieben. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich habe die Spiele nur damals als Test angesehen und daher das Ganze etwas schnell aufgebaut, aufgezogen und habe mit jemandem gespielt, der an und für sich die Spiele nicht wirklich spielt und dementsprechend auch nicht sich in der Lage gesehen hat, jetzt davor die Kamera treten zu wollen, um jetzt hier einen Battle Report aufzunehmen. Das war eine Person, die spielt Tabletop durchaus, die hat auch schon in der Vergangenheit mal Infinity zum Beispiel gespielt, ein wenig sich das Ganze angesehen, aber zum Beispiel Freebooters Fate gar nicht. Und hat sich dann entschlossen, okay, ich möchte, da ich diese Battle Reports eben versuchen möchte als Test für den Kanal, hat sich die Person bereit erklärt, mit mir zu spielen. Wir sind aber dann eben aufgrund dieser ganzen Thematik, dass die Person Freebooters Fate noch gar nie gespielt hatte, dazu übergekommen, dass wir gesagt haben, okay, er möchte auch gar nicht in irgendeiner Weise vor die Kamera treten. Daher sind die Battle Reports so geworden, wie sie geworden sind, dass ich meistens direkt während dem Video, während dem Dreh rede, was gemacht wird und auch ich in diesem Zusammenhang die Figuren bewege. Das hat dann zur Folge gehabt, dass manche von euch geglaubt haben, ich würde da alleine spielen, was eben wie gesagt gar nicht der Fall war und mir im Nachhinein dann auch aufgefallen ist, ja, das sieht ein bisschen danach aus, weil eben während das Video, während die Figuren bewegt wird, man sieht ja durchaus, dass ich die Figuren alleine bewege, egal von welchem Spieler, und dazu auch spreche. Und sonst ist niemand zu hören. Das ist natürlich aufgrund des ständigen Wechsels der Perspektive dann natürlich so auch entstanden, auch vom Eindruck her natürlich einfacher, weil die andere Person, der Mitspieler, direkt zu der Zeit, wo ich dann eben auf Aufnahme gedrückt gehabt habe, jedes Mal hinter mir irgendwo stand und nichts gesagt hat. Und daher ist mir klar, dass dieser Eindruck natürlich entstanden ist und das verstehe ich auch. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie ich hier weitermachen soll, weitermachen kann. Ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt das Interesse, selbst Battle Reports zu sehen, die von einer Person alleine aufgenommen worden sind. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr habt da keine Probleme, es geht euch mehr darum, die Battle Reports zu sehen und 2 Fraktionen, die eben gegeneinander antreten, dann kann ich mir vorstellen, das auch weiterzumachen. Aber ansonsten, wie gesagt, fehlen mir da ein bisschen die Mitspieler in diesem Zusammenhang, was Battle Reports anbelangt. Und nach eben den ersten 3 Battle Reports hat es ja jetzt auch dann aufgehört im Sommer. Also mein Mitspieler hat dann eben gemerkt, dass ihm das Ganze dann doch zu viel Aufwand ist, weil er die Spiele nicht spielt. Für Freebooters Fate haben wir eben nur ein Einführungsspiel kurz davor gemacht und dann den ersten Battle Report eben gedreht, damit er so die Grundmechaniken mal kennt. Aber da kam es dann sehr schnell heraus, ja, okay, dieses Thema Battle Report drehen dauert doch wesentlich länger als das Probespiel, das wir gemacht hatten damals. Und da war dann schnell mal die Lust weg und dementsprechend sind auch keine Battle Reports dann mehr gekommen. Ist leider so und daher auch ein bisschen das Thema, wie es hier weitergehen soll mit den Battle Reports jetzt in 2022. Ich würde es persönlich selbst gerne machen, aber es fehlen mir dazu einfach die Mitspieler und vor allem auch Leute, die dann auch bereit sind, da mal 6+ Stunden vielleicht zu investieren mit dem ganzen Umbauen und hin und her, je nach Spielsystem, um vielleicht einen so einen Report aufzunehmen. Und die Arbeit danach mit dem Schneiden übernehme ich natürlich, aber generell fehlt das einfach und daher ist bisher nichts mehr gekommen und ich weiß halt eben nicht, wie das Ganze weitergehen wird in Zukunft.
Aber auf alle Fälle würde es mich natürlich auch interessieren, diesbezüglich, was euch ansprechen würde. Alle, die das Video jetzt bis hierhin gesehen haben, können gerne mit dem Hashtag MoreBattleReports einen Kommentar da lassen, weil es mich wirklich interessieren würde, was euch dazu selbst interessiert, ob ihr vielleicht wirklich Interesse daran hättet, dass ich auch Battle Reports alleine aufnehme oder ob ihr sonst irgendwelche Ideen dazu habt. Und ich denke, dieses erste Update-Video für 2022 und was so möglicherweise im Aufbau ist bzw. geplant ist, reicht jetzt auch erstmal fürs erste Video. Hab gerade gesehen, wir befinden uns jetzt eh schon im Bereich fast von 20 Minuten. Daher werde ich das Video hier jetzt beenden und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.